Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Und wir sind im Kellergewölbe und müssen das Krivbikni zurückholen. So, dann wollen wir erstmal unsere Waffe reparieren, sehe ich gerade. Haben wir denn noch eine doppelläufige bei? Ja, haben wir noch. Die bringt immerhin 20%. Ne? So. Was war das? Ach so, das sind diese Blasen, ne? Bäh. Das ist aber eine sehr ekelhafte Geräuschkulisse, möchte ich mal anmerken. So, wir gucken uns natürlich hier erstmal ganz genau um. Ob wir hier noch irgendwas entdecken, was uns vielleicht auf dem Rückweg noch, gefährlich werden könnte. Aha. Gut, da ist nichts. Ach, hier ist es. Hier ist die Gegend, die ich gehört habe. So, Fusel, ja, das brauchen wir alles nicht. Hier hängen noch ganz viele, ja, komische Skelette. Da fühlt man sich doch gleich sehr wohl, oder? Finde ich auch. So, dann wollen wir machen, dass wir runterkommen. Ja, da ist das Krivbikni, deswegen werden wir erstmal nach hier hingehen. Komme ich von hier? Nee, komme ich nicht. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, hier sind Puppen. Hier liegen Puppen von ihm. Schädigter Gartenzwerg, hier, ja. Irgendein Schädel. Jetzt frag ich mich. Das ist ja jetzt hier, nachgebaut. Was gibt's hier Besonderes? Es gibt doch sonst immer was Besonderes bei diesen nachgebauten Sachen. Gut. Hier anscheinend nicht. Schade. Aber ist eine lustige Gegend. Ich sag ja, zumindest sieht man immer skurrile Sachen, wenn man bei Fallout die Gegend erkundet. Und ich finde immer noch die Geräuschkulisse sehr verstörend. Und das macht es eigentlich ganz geil. Weil genau so muss das hier unten vermutlich auch sein. Also wenn es echt wäre. Ja, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Das ist ja hier... Was ist das? Ritualmesser. Oh. Ja, das Ritualmesser, das nehmen wir natürlich mit. Cherrybombs auch. So, er hat es auf jeden Fall im Kopf stecken gehabt und er wird gehäutet. Ja. Zeremonienlesepult. Ah, okay. Da liegt auch so ein Totenkopf drin. Ah, will ich das wirklich nehmen? Hier wird doch gleich irgendwas Krankes passieren. Nehmen Sie das Krivbikni. Obadiah oder... Ja, natürlich. So, wieso habe ich nur gewusst, dass irgendwie so ein Scheiß passieren wird? Ah, Slot. Ab. Ja, ja, ich hab gesagt, du sollst abhauen. Ab. Ciao. Jetzt kommt der nächste wahrscheinlich. Jetzt kommen die hier wahrscheinlich in Dauerschleife, bis wir raus sind. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie selbst dann noch kommen. So, jetzt muss ich nur den Weg ganz schnell finden, den wir hergekommen sind. Ja, natürlich! Oh! Ist okay. Oh, Schläger! Ja, ist okay. Hopp! Hauen wir ab. Wir hauen ab. Habe ich Minen dabei?
Machen wir mal den hier. Und habe ich Minen dabei? Ne, habe ich nicht. Schade. Jetzt hätte ich sie gebrauchen können. Aber gut. Dann halt nicht. So, wir machen mal, dass wir hier rauskommen. Ich habe so das Gefühl, als würden die uns sowieso verfolgen, bis es nicht mehr geht. Und oh, warte mal. Na, Kollege? Ciao! Scheiße! Oh, schön! Schön! Na? Ciao! So, Freunde. Und jetzt werden draußen wieder so richtig viele auf uns warten. Ich hab's doch im Gefühl. Ah. Die Ark and Dove Kathedrale. Ich wollte es eigentlich noch lesen, was da stand, aber es war zu schnell weg. So, wir werden zum Gutshaus nach Blackhall reisen. Und hier werde ich einmal speichern. Denn ich habe eigentlich vor, das Buch wegzugeben, aber ich weiß nicht mehr genau, was passiert, wenn wir dem Blackhall das geben. Deswegen will ich es einmal ausprobieren. Ich will einmal sehen, was dann passiert. Vielleicht kriegen wir so einen richtig krassen Bosskampf oder so. Sie haben es gefunden. Schnell. Geben Sie es mir schon. Wenn Sie die Kronkorken haben, bekommen Sie das Buch. Ja, ja, natürlich. Hier ist Ihre Aufwandsentschädigung. Geben Sie es mir jetzt endlich. So, jetzt gucken wir mal. Was er jetzt damit macht. Und danach geben wir es natürlich der Marcella, war das, glaube ich, ne? Sie hätten diesen Ort vor 30 Jahren sehen sollen. Oh, da ist noch ein Raum. Da ist noch ein Raum. Sie hätten diesen Ort vor 30 Jahren. Ja, ich sehe ihn ja jetzt. Ich habe den Keller gar nicht gefunden. Ja, ja, mein Freund. Ja, ja. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was hier abgeht. Mann, den Keller habe ich vorher gar nicht gefunden. Ist da was drin? Nee. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Verlassen Sie diesen Ort. Nö, ich will jetzt gucken, was du machst. Ja? Da passiert nichts. Sie haben hier nichts zu suchen. Normalerweise versteck ich meine Leichen im Fluss, aber hier ist es auch hübsch. Ich dachte, Sie würden über diesem Okkultismus viele Fans drüber stehen. Ich sollte nicht hier sein. Okay, ne, war da hier. Spielen Sie nicht auf etwas an, das Sie völlig falsch verstehen, Sie Troglodyt. Verschwinden Sie jetzt. Sie haben hier nichts zu suchen. Ich verschwinde überhaupt nicht. Wir haben nichts miteinander gemein. Und zwar noch weniger als Sie. Ja, was macht der denn jetzt da? Hä? Sie sind an diesem Ort nicht willkommen. Und jetzt? Und jetzt? Junge, was jetzt? Gar nichts. Könnten wir es jetzt immer noch der... Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wisst ihr was? Wir laden dann nochmal. Weil ich wollte es ja eh der Marcella geben, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber passiert ja gar nichts. Da passiert ja wirklich nichts. Aber der ist... Der Obadiah ist mir halt... gefunden. Was? Achtung! Schmuggler! Hi! Oh, nee, nicht gut. Was? Woher? Woher? Da!
Oh, verdammt. Ciao. Hallo. Was ist denn los mit euch? Meine Güte, was geht denn jetzt hier ab? Ey, hä? Ich verstehe nichts mehr. Oh, Plasmagranaten brauchen wir nicht. So, wir wollen aber in Marcellas Zelt. Die Umstände des Todes von Marcella untersuchen. Oh! Marcellas letzte Worte. Marcellas Safe-Schlüssel. Nehmen wir natürlich alles mit. So. Ja, was für ein Diebstahl. Die ist tot, die brauchst nicht mehr. Persönliches Einsatztagebuch. Marcella, ich bin Licht der Welt. Letzter Eintrag, Audiodatei. Auf Benutzergerät gespeichert, habe ich einen Verbündeten gefunden. Lest es euch durch. Ich überfliege es wieder. Einheimische. Obadiah Blackhall. Zurückhandelt, bei diesem Mann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ach, das haben wir schon gelesen, ne? Demzufolge hat von noch nicht allzu langer Zeit einer Vorfahren von Obadiah, die Konstanz Blackhall hieß. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir, das kennen wir. Reisetagebuch, ja, das kennen wir alles. Das mit dem Verbündeten war neu. Kein Wort zu Evelyn. Oh, wir müssen noch dahin, ne? Sie griffen mich im Schlaf an. Ich werde sterben. Aber ich bete, dass sie Obadiah das Buch nicht gebracht haben. Meine Mission übernehmen. Es gibt einen Weg, das Krivbeck nie zu zerstören. Aber dazu müssen sie eine Pilgerfahrt unternehmen. Hoch in den Norden des Ödlands. Okay. Suchen sie einen Ort namens Dunwich. Dort steht ein Obelisk. Auch er ein Werk des Bösen. Ach, okay, ja. Er zerstört das Buch, wenn sie es nur dagegen drücken. Ja, ich weiß. Auf ihrem Weg begleiten. Den Obelisken haben wir schon gesehen. Eilen Sie nach Dunwich, mein Herr. Ich bereue meine Sünden von ganzem Herzen. Wo ich Schlechtes getan habe. Und Gutes. Und Alter. Habe ich gegen dich gesündigt. Es tut mir leid, dass ich da jetzt gelacht habe, aber das waren keine letzten Worte, das war ein letzter Roman von ihr. Was zur Hölle? Die sah doch, was? Die sah doch viel schlimmer verletzt aus. Wie konnten die noch so viel da reinquatschen? Junge, Junge, Junge. So, wir müssen jetzt erstmal zu der Bank zurück. Denn dort ist das Schließfach von Bären, war das, ne? Ich finde das übrigens immer noch geil, die Idee hier mit den Schließfächern. Mal gucken, welches das sein könnte. Ach, hier unten. Das ist das Einzige, was noch zu ist, dann wird es das auch sein. Dann wird es das auch sein. Kein Wort zu Evelyn. Das Kennwort. Okay, ist ja auch 12:13. Daten werden. Negligé und Vorkriegsgeld. Ja. Danke für nichts. Hä? Da war ja nur Schrott drin, Alter. Negligé und 4 Vorkriegsgeld. Warum macht man da so ein Geheimnis drum? Egal. Kein Wort zu Evelyn. Das Kennwort. Ach, okay. Scheint irgendwie so eine Art Betrug oder irgendwie sowas zu sein. Ich habe jetzt schon Lust, erst nach Dunwich zu gehen und die Aufgabe zu erfüllen, wenn ich ehrlich bin, aber. Ich will Point Lookout jetzt noch nicht verlassen. Wir werden erstmal noch hier so ein bisschen
unsere Taten vollenden und dann können wir immer noch nach Dunwich zurückgehen, wenn wir mit Point Lookout fertig sind. Ach. Blähfliegenschmutz. Die trifft man nur so schlecht, ne? Mann, Junge. Ah! Okay. Ich treff's einfach gar nicht. Und? Nee. Ich versuche so den Moment abzupassen, wo die schon wieder weiterfliegen könnte, aber es gelingt mir nicht. Deswegen werden wir jetzt einfach dahin gehen. Ja, du bist eine ganz krasse. Was? Ab. Hau ab, Blähfliege. So, was haben wir dann noch? Da war dann noch eine. Oh, was ist das denn? Ist nicht auf der Karte markiert. Wir gehen mal hin. Da gehen wir jetzt mal aber hin und gucken mal nach. Also, es ist nur ein kaputtes Häuschen. Na gut. Warum Gefahr? Oh, da. So, oh, jetzt kommen die schon wieder, ne? Ja, komm. Weißt du was? Wenn sie nicht anders wollen, dann werden sie halt auch beschossen. So, Kollege. Wo gehen die jetzt lang? Na, wir ziehen ihm nichts damit ab. Damit schon besser. Ciao. Ja, Gefahr, aber wo kommt der her? Ach, da. Ja, Kollege. Oh. Ah, die Geräusche, die machen. Um Menschenfleisch, natürlich. Ah, Einheimische hier im Point Lookout. Sehr nette Menschen. So, da ist nur Pungas drin. Ach, guck mal hier. Chinesisches Sturmgewehr, Red Away. Nehmen wir natürlich hier alles mit. Was man hat, dann hat man. So. Ja, das passt doch. Ein chinesisches Sturmgewehr, das könnte doch hier auch wieder eine chinesische Agentin oder ein Agent sein. Nicht wahr? Aber gut, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, deswegen egal. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter. So, was haben wir hier? Erste-Hilfe-Kasten. Blutpaket lassen wir natürlich drin. Den Mist brauchen wir jetzt nicht. Genauso wenig wie das. Komm, wir schlafen mal eine Stunde, dann sind wir wieder geheilt. So, und dann werden wir mal gucken, was uns dort erwartet. Eingang zum Moor. Warum Vorsicht da hinten? Warum hier nicht? Aber ich sehe jetzt auch gerade keine Gegner auf dem Radar. Ich würde mal schätzen, das wird sich noch ändern. Oder auch nicht bis hierhin zumindest. Eine Axt brauchen wir nicht. So, heiliges Moor. Ja, jetzt sehe ich Gegner. Jetzt sehe ich Gegner. Ah, das sind ja nur Meierlurks. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, aber...
Ja, ja. Hallo? Danke. Ich wollte schon sagen, wie hat der Schuss denn nicht gereicht? Der hatte nur noch einen Balken. So. Wo müssen wir hin? Na, der ist noch was. Oh, den habe ich anfliegen sehen. So, mal gucken. Mein kleiner Sumpflurk-Shit. Nein! Ja! Weg! Mensch! Lass mich in Ruhe! So, wir müssen irgendwo dahin. Was? Wir müssen hier irgendwo also rum. Ah, durch die ganze Gülle hier durch. Ekelhaft. So, hier ist nichts Besonderes. Ja, da müssen wir anscheinend wirklich durch diese ganze Gülle hier durchschwimmen. Das ist natürlich super. Schön red aufpowern. Nice. Ja, Meierlurk, ja, die sind nicht ganz so nett. Aber kein Problem. Ja, ist okay. Ciao. Ciao. Ach, easy. Meierlurks sind kein Problem mehr für unsere Level 30er hier. Ich bin nur gespannt, was uns jetzt erwartet, also. Ich weiß halt wirklich von dem DLC nicht mehr viel. So. Was ist das? Hier sitzt eine Puppe. Kann man die irgendwie abschießen? Nö. War ein Versuch wert. Vielleicht wäre was Lustiges passiert. Na du? Was ist los, Herr Kollege? Mach die weg. Junge. Sumpflurk. So, aber hier ist ja auch nichts, ne? Gerade. Oh, ein Simpack ist hier. Ja, den nehmen wir mit. Oh, da liegt ein Schmuggler. Ja, gar nicht gesehen. Aber hier ist auch richtig laut, ne? Ich hoffe, ihr versteht mein Wort noch. Ich hoffe, ihr versteht noch alles, was ich sage. So, hier sieht's aber aus, als wären wir richtig. Ja, hier sieht's aus, als wären wir richtig. Man erkennt es dezent an den ganzen Fallen, der ganzen Spinner hier. So, und natürlich an den netten hängenden Puppen. Hier sind auch Meierlurks. Junge. Hopp. Wo ist der Typ da hinten? Hallo? Bist du wieder ein Sumpflurk? Natürlich ist das wieder ein Sumpflurk. Meine Güte, Junge. Die schlucken aber auch richtig viel, ne? Ja, okay. Am Ende nicht so viel, aber auf dem Weg dorthin auf jeden Fall viel. So, der war aber auch dezent schlecht dafür. Ja. Ah, wie viele sind denn hier noch? So. Ja, gut. Umarm dich mal ein bisschen selber, dann haben wir genug Zeit, dich wegzumachen. So, die Punga muss irgendwo da hinten sein. Da gehen wir jetzt hin. Wie viel Mist wir machen müssen, ne? Nur für den Shit. Hallo, Meierlurk. Hallo, Meierlurk-Jäger. Und tschüss, Meierlurk-Jäger. Also unsere Doppelläufige tut hier ihre Arbeit. So können wir es schon mal ausdrücken. Ah, Mann.
Ach, wisst ihr was? Nein, das hier. Ja, okay, jetzt werden sie ein bisschen grantiger. Aber kein Problem. Zwei Stimpaks, wir haben genug. Wir haben mehr als genug. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass wir die Punga endlich sehen, weil ich mag dieses Gebiet einfach nicht. Das ist so viel Wasser, viel Red. Ekelhaft. Und hier kann man halt auch nicht viel erkunden, ne? Weil ich glaube nicht, dass die Entwickler jetzt irgendwas hier im Gewässer versteckt haben. Wenn ja, okay, Respekt. Aber ich denke es nicht. Das ist eine wirklich große Punga. Alter. Hallo, große Punga. Samenkapseln. Ja. Und wir wurden mal wieder berauscht. Natürlich. Wir werden immer berauscht. Immer wenn wir in irgendwelche einheimischen Dörfer kommen oder was weiß ich, kommen die Leute mit irgendwelchen Drogen an. Ach, guck mal. Ach, ich erinnere mich wieder. Ja. Die Inschrift im Sockel lautet: Sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind Sie denn eigentlich? Ja, jetzt kommen hier diese, die Wackelpuppen. Oh, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man die suchen musste oder wie das jetzt war. Die Inschrift der Sockel lautet: Aus dieser Lage werden Sie sich garantiert nicht herauskämpfen können. Das sind jetzt halt diese Negativfolgen. Also die Wackelpuppen sind da, aber die sind jetzt nicht so das, was sie sagen, sondern sind halt genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich darstellen. Haben wir wieder irgendwelche Halluzinationen? Bis auf die Wackelpuppen. Weiter so, sie haben ihr Ziel fast erreicht. Wo auch immer dieses Ziel liegen mag. Wahrscheinlich nirgends. Was? Irre. Was macht es? Es schneidet den Boden unter unseren Füßen weg oder irgendwie sowas. Oh, Nuka-Cola Quantums. Ah, bleibt mir schön vom Balch. Mann, diese Babygeräusche dabei, ne? Baba, baba. Boah, ist das ein Trip, Alter. Jetzt, nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Unsichtbare Ghule. Ist es nicht so seltsam, dass alles, dem sie sich nähern, davonläuft? Ach Gott. Was ein Trip hier wieder. Welche Wackelpuppen hatten wir jetzt? Wir hatten Stärke, Intelligenz und Ausdauer auf jeden Fall. Und da war noch eine. Ich glaube, Agilität, ne? Ja. Ich glaube, die Beweglichkeit war's. Auf was laufen wir hier? Was ist das hier? Wahrnehmung. Die Inschrift im Sockel lautet: Das sieht nicht richtig aus. Ganz und gar nicht richtig. Ach so, die Bäume stehen auf dem Kopf. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ja richtig nice gemacht. Aber ich muss sagen, ich kann mich wieder so ein bisschen erinnern. An den Bums hier. So, Wackelpuppe Charisma. Das ist unsere, übrigens, können wir nicht nehmen, leider. Ich glaube, das ist unsere Geburt oder was? Oh Gott, wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich es auch im Stich lassen. Boah, Alter. Huh. Das ist dieses andere Hops genommen, Alter. Oh. Amata, nein! Ältester Lion, nein! Moira, ja, okay. Bei der bin ich mal nicht so.
So, ihre Mutter ist tot und sie leben in einem postatomaren Ödland, in dem sie keinen einzigen Freund haben. Tja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Recht hat er. Ist das Burke? Glückwunsch, mein Junge. Mr. Burke. Eines wird... Nein, nein. Noch nicht aufstehen. Das ist... Eigentlich wird der B-U-R-K-E, glaube ich, geschrieben, der Burke. Oh Gott, ist das, Oh. Ach, wir sind wieder draußen. Der Trip ist vorbei. Und das waren die Special-Puppen. Das war jetzt, Intelligenz. Ja, alles halt, ne? Intelligenz, Glück, Wahrnehmung. Und kannst du bitte treffen? Danke. Danke. So, wir haben auf jeden Fall diesen Albtraum durch. Jetzt können wir zurückgehen. Zur Ark and Dove Kathedrale. Ah, das war mal so der etwas andere Trip. Aber daran konnte ich mich tatsächlich jetzt wieder erinnern. Also mit diesen Wackelpuppen und dass sie schon sehr makaber waren. Den letzten Satz muss ich aber sagen, den fand ich echt krass, Alter. Eieiei. Also den vorletzten eher gesagt. Dieses, wenn ich so aussehen würde, dann würde ich auch im Stich lassen. Du bist in unserem Stamm willkommen. Nice. Vielen Dank, meine Freunde. Ach so, hä? Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Oh nee, schon wieder sehe, wie die hier rumlaufen. Da kriege ich schon wieder zu viel hier im Point Lookout. Hat es funktioniert? Ist das Ritual abgeschlossen? Was ist mit mir passiert? Warum habe ich solche Kopfschmerzen? Ja, eine Zeit, du hast wieder einen Trip geschoben. Dir, deine Seele hätte sich zu weit von deinem Körper entfernt und du hättest diese Welt verlassen. Aber du bist zurück. Sehr auch schön. Wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird. Die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchteter Bruder. Das extra Punga-Kraft wurde hinzugefügt. Der Verzehr von Punga-Früchten hat nun verstärkte Wirkung. Toll. Woran glaubt der Stamm? Wer führt diesen... Komm, wir fragen nochmal alles nach und dann machen wir auch Ende. Wir streben nach Expansion des perfekten Geistes und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann. Was ist denn wieder für sich in seine Höhle der Einkehr andere, gezogen, für eine andere Stimme, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Wenn ich mal raten müsste, würde ich sagen, irgendwo da in dem Schiff drin. Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden. Tja, dumm gelaufen. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Hä? Ja, nette Antwort. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Hüllen hinter uns lassen wollen und nähert unser Bestreben. Klingt jetzt so, als würde die euch töten, wenn ihr sie esst. Ich esse die auf jeden Fall nicht. Alles. Was hat denn so eine Punga überhaupt nochmal für eine Wirkung? Da ist eine. Was haben die für eine Wirkung? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin gar nicht geguckt. Ach doch, Red minus 5 und TP plus 10. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber er nimmt halt ein Gewicht weg. So, ich werfe eure Pungas in den Dreck, ihr Spinner. Was ist das? Zuchtpunga. Red minus 15, TP plus 15. Ja, komm, wir nehmen ein paar mit. Wenn wir dann... irgendwie Hilfe brauchen, fressen wir ein paar davon. So, dann müssen wir nicht immer hier unsere Stimpaks... Ah, scheiße, wir können unsere Stimpaks ruhig verschwenden. Ich werde die Dinger jetzt fressen, damit wir ein bisschen zu Kraft kommen. So. Ja, aber bevor wir jetzt in die Kathedrale reingehen, kommen wir denen noch ein paar mit. Irgendwie sind die gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Die Zuchtpungas zumindest. Die Wildpungas, die kannst du in eine Tonne kloppen. Aber wir gehen ja immer noch um die Kathedrale rum. Und anschließend würde ich sagen, werden wir vor der Kathedrale, vor dem Eingang, beenden. Einfach, weil die halbe Stunde schon gut um ist und ja.
und wir auch fast am Ende angekommen sind von dem Spiel hier. Also kann man schon so sagen, egal wie lange es noch dauert, wir haben das meiste von Fallout 3 um. Und ich glaube, dieses Let's Play läuft jetzt auch schon fast ein Jahr. Das ist irgendwie schon, also ich weiß nicht, irgendwie wird man da ein bisschen wehmütig schon. Wenn man so überlegt, dass man dieses Spiel ein Jahr einfach spielt und fast am Ende ist. Ein bisschen wehmütig wird man da schon. Aber nur ein bisschen. Es freut mich dann, dass man auch mal andere Spiele weiterspielen kann oder intensiver verfolgen kann. Weil manche Spiele kamen ja jetzt in letzter Zeit sehr kurz, aber ich bin auch dazu leider nicht gekommen, immer die aufzunehmen. So, und dann würde ich mal an der Stelle sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.